wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Mit seinen messerscharfen Analysen sieht er eine große Zukunft an ihn heranwachsen. Das hat Urban Priol in der letzten Neues aus der Anstalt-Folge über ihn gesagt. Der baldige neue Chef der Anstalt ist heute mein Gast. Einer der beiden Chefs. Einer der beiden Chefs, Max Utschow. Ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Das ist ein Lob, oder? Ja, natürlich. Es ist ein Riesenlob. Ich finde es sehr schön, wie die Vorgänger versuchen, mir es so leicht wie möglich zu machen. Und ich versuche keine Sekunde zu lang drüber nachzudenken, was mich da geritten haben muss, sozusagen in diese Fußstapfen treten zu wollen. Und deswegen denke ich auch nicht drüber nach. Du hast ja bisher den Anwalt in der Anstalt gemietet. Das Tolle ist, du hast wirklich Jura studiert. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, jemand, der so wie du seine Kindheit und Jugend umgeben von Kultur und Kunst und Kleinkunst und Kabarett verbracht hat, denkt er sich, die Welt braucht noch einen Anwalt? Warum studiert der Jura? der studiert Jura, weil er nicht gut genug drüber nachdenkt, wie die meisten Juristen. Also ich habe mit 26 erst angefangen zu studieren und habe damals sehr, sehr viele Kommilitonen gefragt, warum sie Jura studieren. Und die erschreckend häufigste Antwort war, mein Vater hat eine Kanzlei, die möchte ich dann irgendwann übernehmen. Und ich fand, das hätte mich eigentlich ja schon zur Raison bringen müssen, diese Vorstellung, dass man nicht darüber nachdenkt, was einen selbst bewegt und was man selbst machen möchte, sondern die bloße Aussicht sozusagen, irgendwann mal in einer wirtschaftlich komfortablen Lage zu sein, das Geschäft des Vaters vorzuführen. Und bei mir war es eher so, ich habe ja noch die falschen Vorlesungen gehört. Ich habe ja Probevorlesungen gehört und zwar habe ich ja erstmal gedacht, ich bereite mich vor und dann habe ich mich ins Strafrecht reingesetzt bei Professor Roxin und Schünemann, was wirklich idiotisch ist, weil die sehr, sehr lustig sind und sehr anschaulich sprechen und sehr zynisch sind und tollen Humor haben. Und dann dachte ich, hier bin ich genau richtig. Und es dauert dann eine Weile, bis man das erste Mal in der Verwaltungsrechtsvorlesung von Professor Bordura saß und sich dachte, könnte mir bitte einer ins Knie schießen. Das ist unglaublich. Und ich habe es dann auch noch durchgezogen. Es ist, weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen Sportsgeist. Sportsgeist war es. Und dann kam Kabarett. Mhm. Warum? Kabarett kam, weil meine Tochter kam. Ich bin jemand, der im Erwerbszwang immer sozusagen, ich war schneller, ich habe mich immer geflüchtet vor dem Erwerbszwang, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe eine sehr tolerante, wunderbare Frau, die mich da auch immer in Ruhe gelassen hat. Aber tatsächlich, als meine Tochter kam, ertappte ich so Schutzbedürfnisse bei mir und Versorgungsverlangen, das ich vorher nicht kannte. Und dann gab es ja nur die Möglichkeit, sich einen Job zu suchen, der mehr anbringt, als in der Gastronomie zu jobben. Und das habe ich auch 20 Jahre lang gemacht und das ist auch sehr unterhaltsam und auch prima. Aber ich hätte Jura machen können, wollte aber nicht wirklich. Und meine Frau hat das gespürt und hat dann auch gesagt, wenn du hier unglücklich mit Anzug und Krawatte jeden Tag als Anwalt aus dem Haus gehst, dann verlasse ich dich. Also such dir was anderes. Und dann habe ich mir überlegt, Kabarett war etwas, das ich im Betrieb meines Vaters gemacht habe, im Rationaltheater, aber eben nie mit eigenen Texten. Und ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf das Gefühl, ich würde es doch ganz gerne nochmal irgendwann versuchen, ob es auch mit den eigenen Texten klappt. Und das schwelte so ein bisschen. Und dann kam also eins zum anderen, also habe ich es versucht. Rationaltheater, deine Familie hat unheimlich viel für Trouble gesorgt im schönen Bayernland. Ja. Krasse Geschichte hinter sich. Also es lohnt sich tatsächlich, da ganz viel zu lesen für die Zuschauer. Neues aus der Anstalt, war in bayerischer Hand, geht in bayerischer Hand, ja. Muss man, wenn man in Bayern geboren und aufgewachsen ist, früher oder später ja. Die Bühne erklimmen. Ja, du hast nur drei Möglichkeiten, Metzger oder Karriere bei der CSU oder Kabarettist. Nein, es gibt ja unglaublich viele Kabarettisten, die aus Passau kommen. Ne? Also jetzt nicht mehr, aber damals, Zimmerschied, Jonas, Klaffenberg, wie viele Leute da rauskamen aus diesem erzreaktionären schwarzen Kaff. Und das hat schon was, glaube ich, eine Form von Auflehnung. Und wenn sich das dann mischt mit einem gewissen gesellschaftlichen Protest, dann kommst du da wahrscheinlich an. Es gibt ja auch im restlichen Land der Republik wunderbare Kabarettisten. Ich weiß nicht, ob das mehr als Zufall ist, dass es jetzt zwei Münchner machen statt. Sagen wir, es machen jetzt zwei Münchner und keine zwei Franken mehr. Das ist ja immerhin schon mal ein Vorteil. Also jetzt nur regional gesehen. Ist ja eine neue Aufgabe.
Es gibt 2,5-3 Millionen Zuschauer. Bis jetzt. Die erste Sendung glaube ich auch. Da werden viele Neugierige zuschauen. Und dann wird es viele geben, die sagen, das ist ja gar nicht der Priol. Das ist doch nicht, der Priol. Und dann wird sich ein bisschen reduzieren wahrscheinlich. Alle aber waren natürlich da. Nur kurze Zeit. Klar, das weiß man nicht, wir werden es sehen. Aber es waren alle Wichtigen da. Und ja, es waren alle Wichtigen da. Ja, es werden alle Wichtigen da. Die werden erstmal am Anfang nicht alle zu uns kommen, weil sie erstmal gucken werden, wahrscheinlich, was wir so veranstalten. Das verstehe ich auch. Es wird, wie gesagt, ich kann über den Inhalt, über die Form noch gar nicht so viel sagen, weil diese Formatanstalt lebt natürlich sozusagen auch ein bisschen von der Tagesaktualität. Aber sagen wir so, wir werden es nicht ganz so tagesaktuell machen wie der Urban, einfach weil es nicht unser Arbeitsstil ist. Also weder Klaus noch meiner. Sondern es wird sozusagen vielleicht der Versuch gemacht werden, thematisch sich ein bisschen mehr zu beschränken und versuchen, sich länger auf ein Thema zu hocken, statt sozusagen mehrere kürzer zu behandeln. Georg Schramm und Erwin Pelzig, also Barwasser und Priol, für die war damit schon mehr als Kabarett verbunden. Also ich hatte immer das Gefühl, das war ihre Art des Versuchs, Impulse für eine Revolution jedes Mal irgendwie zu geben. Gibt es da irgendwie den Anspruch bei Klaus von Wagner oder bei dir? Ja. Ja? Nein, das ist vielleicht ein bisschen, also Revolution ist natürlich kleiner ein bisschen hochgegriffen. Was man spürt, ist es eine riesen Chance. Also es ist nicht nur eine gewisse Verantwortung mit dem, was man macht, sondern es ist auch eine riesen Chance. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt in der vorletzten Sendung, so kurz vor der Wahl, mir meine Gedanken, die ich so auf der Bühne mir über die AfD mache, vor 2,5 Millionen Zuschauern machen können, dann das hätte mich schon gereizt, muss ich sagen. Und zwar einfach aus dem schlichten Grund, weil viele Leute nicht wissen, was für Personal sich bei dieser Partei zum Beispiel tummelt und was für üble Aussagen da schon getätigt worden sind. Und das wissen viele einfach schlichtweg nicht, weil diese Partei ja auch von, sagen wir mal, dem eher etwas konservativen Pressesegment gerne auch ins Parlament geschrieben worden wäre, was ja beinahe geklappt hätte. Und insofern, das ist natürlich eine Riesenchance. Ob das wirklich Auswirkungen hat, da müssen wir wieder drüber sprechen, ob Kabarett Wirkung hat oder nicht und welche Wirkung. Und das wird ein langes Gespräch, weil keiner das Ergebnis kennt. Und aber Spaß macht mir der Gedanke schon. Es ist aber auch sehr stressig. Und ich habe das ja gesehen, als ich jetzt ein paar Mal da war und ich war ja nur als Gast da. So eine Sendung zu stemmen ist dann schon eine ganz andere Aufgabe. Und dann muss man schauen, ob man sich mit dem ZDF auf Dauer versteht und bis jetzt klappt es gut und ob man sich mit dem Klaus, da mache ich mir keine Sorgen, aber ob man sozusagen die Ensemblearbeit und wir wollen es ein bisschen mehr ins Ensemble packen, das ist in der letzten Zeit ja auch immer mehr geworden und das gefällt mir persönlich sehr gut, aber ob man damit die große Revolution heraufbeschwören kann, wir wollen es hoffen. Vielleicht passiert es aus Versehen. Ja, ist auch nicht schlecht. Ich würde das billigend in Kauf nehmen. Was sind so die nächsten Schritte, die du machst, bevor du jetzt, du weißt, in wenigen Monaten 3 Millionen Leute schalten ein, du bist dran. Was sind die nächsten, was macht man dann? Du meinst zwischen den Beinen? Ich werde mich vorbereiten und zwar zunächst mal über Form, weniger über Inhalte. Das heißt, was für Spielformen kann man machen? Was würde einem persönlich gefallen? Was würde man gerne mal ausprobieren? Und ich würde ganz gerne auch mal was ausprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht auf die Schnauze fällt. Also das ist einfach, ich möchte das nicht als so sehen nach dem Motto, wenn diese Sendung nach 4 Sendungen abgesetzt wird, dann bin ich ruiniert. Das ist es eben nicht. Also weil weder Klaus noch ich sozusagen als brennendstes Ziel, das hatten die bisherigen Protagonisten glaube ich aber auch nicht, hatten irgendwann in ihrem Leben eine große Fernsehsendung zu haben, sondern dieses Format wurde an uns herangetragen und wir haben uns dafür qualifiziert im Laufe der Zeit und jetzt macht man das und versucht eine Sendung zu machen, die so ist, dass man hinterher sagt, also mir hat es gefallen, denn mehr kann ich ja nicht machen und entweder es gefällt auch anderen oder sie schalten dann doch wieder um auf die Parallel-Satire. Heute Abend zum Beispiel bin ich auf der Bühne und ich habe schon Angst, weil es läuft ja parallel Helden auf RTL, die 8 Millionen Euro Produktion. Und ganz ehrlich, es gibt Dinge, da stößt ja die herkömmliche Satire an die Leistungsfähigkeit, an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Deswegen, ich bin sehr überrascht, dass Leute kommen. Also du hast natürlich, wenn ich das beurteilen würde, wenn ich mir so einiges aus deinem Programm angucke,
wirkt es erstmal gar nicht so, weil du ja so charmant rüberkommst. Manche mögen es nicht, dass du so arrogant und schmierig wirkst, weil du den allen Anwalt nimmst, aber du bist auch eloquent und charmant. Aber das Wortgewicht, die Brutalität ist manchmal meiner Meinung nach deutlich schärfer als von den Altvorderen. Woher kommt das? Könnte vielleicht mit der Respektlosigkeit zu tun haben, die mein Vater mir sozusagen ein bisschen mit in die Wiege gelegt hat. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, es ist, ich gehe manchmal auch zu weit, das weiß ich. Ich schlage manchmal ein bisschen über die Stränge, sprachlich oder mit Angriffen. Das liegt einfach daran, dass bei uns auch zu Hause nicht, also mit dem Florett oder mit dem Schwert, ganz egal, mein Vater war immer jemand, der nicht mit dem Blatt, mit dem Blatt hinter dem Mund, nee, mit dem Wort hinter dem Blatt, der gesagt hat, was er wollte. Und vor so Dingen wie Staatsgewalt, Autoritäten und der Exekutive nie übertriebenen Respekt hatte, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und davon zeugen ja schon seine, die diversen... Auch noch provoziert hat. Ja, und davon zeugen natürlich die Lust auch an der Provokation, ist bei ihm sicherlich natürlich auch da. Und davon zeugen ja auch die immens vielen Strafprozesse, die er geführt hat im Nationaltheater. Und bei mir ist es so, ich mache das nicht bewusst, wenn ich jemanden ein bisschen zu hart angehe, dann, weil mir was stinkt und weil ich das rauslassen will und weil ich auch glaube, dass wir in Deutschland oder überhaupt, weil ich da schon der Meinung bin, dass jeder, der sich in diesen Satire-Raum begibt, auch wissen muss, was ihn erwartet. Ich merke auch bei den Hass-Mails, die man ja auch kriegt manchmal nach Auftritten, jetzt bei der letzten Anstalt zum Beispiel, dass die Leute offensichtlich den Begriff der Satire ganz anders auflösen als ich. Also wie gesagt, ich hatte eine Mail, wo sich einer beschwert hat, dass ich versucht habe, sozusagen am Schluss noch irgendwie Mitleid mit den Griechen zu erzeugen in dieser Sendung, die doch eigentlich von Fröhlichkeit geprägt sei. Und da dachte ich mir schon, der hat die Anstalt offensichtlich ganz anders empfunden als ich all die Jahre. Oder er hat zum ersten Mal reingeschaut oder ich weiß es nicht. Aber das ist eben ein unterschiedlicher Begriff von Satire. Die meisten denken, das erschöpft sich in einer kleinen süßen Karikatur auf Seite 2 oder 3 der Tageszeitung. Und ich bin der Meinung, es muss dann manchmal schon auch ein bisschen weitergehen. Ist sicher auch eine Frage der Wahrnehmung, wie du sagst. Aber über Wahrnehmung habe ich mal was Nettes von dir gesehen. Für all diejenigen, die jetzt dieses Video auf Facebook teilen werden und ihre Kommentare da. Du gehst sehr gemein mit dem Netzpublikum um. Ist das so gemein? Nein, das will ich nicht sagen. Ich leite daraus etwas ab. Ich glaube, dass es auch ein normales Phänomen ist. Ich glaube, dass Wahrnehmung. Ich glaube, das ist aber bei allen so. Ich bin jetzt nicht kein Facebook-User, aber ich glaube schon auch, dass ich wahrgenommen werden will. Und ich glaube, das ist wirklich ein Urinstinkt bei allen Menschen. Und es wird zunehmen, weil es immer mehr Menschen gibt und weil wir jetzt bei über 7 Milliarden sind und weil sich herkömmliche Strukturen der Wahrnehmung auflösen, wie die klassische Familie, in der sozusagen der Verbund stärker war. Und das meandert so ein bisschen mehr aus, immer mehr Single-Haushalte, immer mehr Menschen, die allein leben. Also kompensiert man das durch andere Formen der Wahrnehmung. Daran ist zunächst mal im Grunde grundsätzlich nichts auszusetzen. Bei Facebook ist es halt manchmal ein bisschen der Mitmachzwang, der mich nervt. Also wenn mir zum Beispiel gute Bekannte und Freunde sagen, dass sie das und das gemacht haben und ich habe gesagt, ja, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ja, ich habe es doch gepostet auf Facebook. Und dann aber denken, das würde reichen. Und dann sage ich mir, das reicht für mich nicht. Ich weiß nicht, wie viel User Facebook hat, aber solange es nicht alle 7 Milliarden außer mir sind, ist es für mich kein Übertragungsweg, der legitim ist. Und ich habe, ist ein bisschen gemein, muss man ja auch sein. Also wenn ich mich über was lustig mache, dann muss es... Du warst nicht gemein genug. Achso, okay, also gut. Ich gucke mir das immer an. Ich kenne ja um die 2000 Weltverbesserer da im Netz. Mhm. Ja. Ich weiß, wenn die Stadt irgendwie 10.000 Online-Proteste im Jahr zu machen, einmal sich treffen würden vom Kanzleramt, dass da echt viel getan wäre. Mhm. Ist es vielleicht auch nicht nur eine Beschäftigung? Also du sagst ja im Programm, es ist die Sehnsucht nach Wahrnehmung. Es ist die Sehnsucht nach Wahrnehmung und es ist wahrgenommen natürlich werden, geliebt werden. Das ist auch das Großartige an dem System letztlich. Also man muss schon neidlos anerkennen, dass der Kapitalismus immer wieder Formen findet, um Leute zu beschäftigen und vom Wesentlichen abzuhalten, die großartig sind. Einfach durch die nächste technische Entwicklung wird wieder irgendwas geschaffen, ein Produkt, das unglaublich geil aussieht. Und ich muss ehrlich gestehen, dass das erste Mal vor einigen Jahren ich in der Bar gearbeitet habe. Und es kam einer rein, der das erste iPhone hatte und der mir das gezeigt hat mit der Technik. Und ich dachte mir echt, das ist Science Fiction, das ist großartig. Das ist vom Design her und von der Qualität her und so, das war fantastisch, ja. Und es führt dazu, dass die Leute eben noch mehr nach unten gucken und links und rechts machen. Der Michi Altinger hat ja mal den schönen Gag gemacht, dass das erste Telefon ist, das dazu führt, dass die Leute sich nicht mehr miteinander unterhalten. Und
Das ist das, auch das Prinzip, das dahinter steckt. Und eins gebärt das nächste. Die nächste technische Entwicklung schafft wieder neue Möglichkeiten, nicht rauszugucken auf die Straße, sich mit dem Nachbarn zu unterhalten oder einfach zu sehen, wie einfach und schön so ein Herbstbaum sein kann, sondern die Angst, was zu verpassen, die dann ständig geschürt werden muss. Weil irgendwas verpasst man ja wahrscheinlich offensichtlich. Ist es der Kapitalismus? Ja, das, gut, sagen wir so, es ist ein kleiner Seitenzweig, also die technische Entwicklung, die einfach vor sich hin arbeitet. Aber es hat natürlich auch was mit Automatisation zu tun und dass natürlich immer mehr Technik von immer weniger Leuten hergestellt wird und immer weniger Leute in den normalen Produktionsprozess eingebunden werden. Coca-Cola veranstaltet die Feier zur Einheit. Ah ja, sehr schön. Gratulation. Festival of Happiness heißt das. Festival of Happiness? Sehr schön. Oktober. Nicht schlecht, schön. Oder? Ja, ja, das ist, da kommt dann zusammen, was unbedingt zusammengehört. Hat Klaus dir irgendwie gesagt, was er vorhat? Oder überrascht ihr euch auch oder plant ihr alles gemeinsam? Nein, wir machen alles zusammen. Also das ist so, ja, das liegt daran, dass wir schon seit ungefähr seit einem halben, dreiviertel Jahr sozusagen grob mit den Planungen beschäftigt sind. Und wir uns gegenseitig auch immer wieder sozusagen stellen, also wie der Jäger das Wild, damit wir uns nicht drücken, also, sondern wir treffen uns dann regelmäßig und dann macht es dann auch sehr schnell sehr viel Spaß, weil man sagt, man möchte das mal ausprobieren, das und das. Wir haben eine wahnsinnige Wunschliste an Gästen, die wir gerne mal hätten, die wir niemals bekommen werden. Wir werden es trotzdem versuchen, weil wir hätten wahnsinnig gerne mal Eddie Izzard da oder John Cleese oder also irgendwelche so Namen, wo du sagst, niemals, never, ever. Ja, aber warum nicht? Also man müsste es ja mal vielleicht mal versuchen oder andenken oder, und das würde uns schon Spaß machen. Aber wen man dann bekommt, auch vielleicht mal Sidekicks, die nicht aus dem Kabarett kommen und nicht aus der Comedy, sondern irgendwelche Leute, oder die man auch einspielt, die was zu sagen haben, mit denen man ein kurzes Interview macht oder wie auch immer. Also es ist, wir wissen, die endgültige Form kennen wir noch nicht. Deswegen musst du jetzt alles rausschneiden, was ich gerade gesagt habe, damit es noch Überraschung. Du machst mir gerade eine Vorfreude, weil ich merke, ihr habt noch Spieltrieb und seid nicht im Hamsterrad des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ja, noch nicht, weil da sind wir noch nicht lange genug drin und nicht zu stark genug eingebunden. Das ist natürlich schon was zu einer Mörderroutine führen kann. Und man hat es jetzt gesehen beim Fragen Markus Barwasser, beim Erwin Pelzig, bei denen war es einfach zu viel jetzt. Also er hat dann einfach irgendwann die Bühne vermisst, so stark, dass er gesagt hat, er muss eins von diesen beiden Formaten abgeben, weil es zeitlich nicht mehr zu packen ist. Also der reibt sich einfach sonst auf. Ja, und das, wenn du das zu lange machst und dich zu stark einbindest in sowas, dann bist du am Ende und dann verlierst du vielleicht die Lust grundsätzlich auf Dinge, die dir eigentlich mal Lust machen sollten. Lieben herzlichen Dank, dass du die Zeit für mich genommen hast. Ich stelle immer zum Schluss drei Begriffe in den Raum und bitte um drei kurze Assoziationen. Wenn es sein muss. Habgier. Ist mir weitestgehend fremd, außer bezüglich schöner Momente. Wollust. Rauf und runter den ganzen Tag. Das sind die schönen Momente. Also das ist die Schnittmenge mit der Habgier. Liebe. Das ist der Oberbegriff. Also da tummeln sich die anderen. Das ist sehr schön aufgeteilt, die Begriffe, stelle ich gerade fest. Das ist alles, da brauchen wir kein Wort drüber verlieren. Das ist letztlich das letzte Wort. Das, was alles schön macht. Und, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Gerne. Ich würde mich freuen, wenn du zur ersten Anstalt kommst. Wir kriegen das hin. Du sagst einfach Bescheid und dann musst du den Weg auf dich nehmen. Da hilft nichts. Werde ich live Bericht erstatten. Wenn du über die Ostroute fährst, ist ja auch nie in einem Zug. Das ist sehr, sehr entspannend. Das ist toll. Also, Jena Paradies, alle sagen wunderbar. Also das ist wirklich eine der entspanntesten Zugfahrten, die ich kenne. Nur jetzt waren ein paar Leute drin wegen dem 3. Oktober und dem Brückentag und so. Und dann sind sie wahrscheinlich, die wollten zum Fest of Happiness. Okay, ich danke dir. Gerne. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Eine ganz andere Ecke, mein nächster Gast, der übrig gebliebene neben Christian Lindner in der FDP, ist Frank Schäffler. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche viel Spaß dabei.